du schon mal daran gedacht, dass das Virus ein Teil des Planeten ist? Interessant hierbei, wie selbstzerstörerisch dieses Virus ist. Ein Selbstmordattentäter im Mikroorganismus. Die Jungen haben das Virus des Individualismus intubiert. Das ist nur gerecht. Immerhin hat die Generation Teletubbies den Individualismus auf die universelle Spitze getrieben. Aber nicht nur die Teletubbies sind davon betroffen, sondern auch Menschen mit viraler Handyaktivität, die wir vor allem in den zurückgebliebenen Wachstumsstadien finden. Beziehungsweise dort, wo der Spaßgott vom Himmel fällt. Und danach hoffentlich alle ein bisschen schlauer sind. Welche Generation ist davon am meisten betroffen? Oh ja, alle aus der Teletubby-Generation leiden unter Profilierungssucht und Narrativalkohol. Und sind es nicht die Teletubbies, die mit ihrem Selbstdarstellungswahn denken, sie bestimmen die Themen, welche die menschlichen Gehirnzellen viral infizieren? Vielleicht ist das Coronavirus nur eine Antwort auf den Individualisierungs- und Teletubby-Wahn. Das funktioniert. Die Dance-Partys fallen in Virusquarantäne, der Ich-Faktor wird ersetzt durch den Virus-Faktor, der Konsum geht zurück. Eine bessere Entwicklung gibt es doch gar nicht für die Teletubbies. In China ist die Produktion der Smartphones und Dattelspiele in kürzester Zeit zusammengebrochen. Wenn das so weitergeht, telefonieren wir bald wieder aus den gelben Zellen. Überhaupt ist das Problem nicht eigentlich, dass wir denken, wir haben die Regie? Weniger Menschen bedeutet weniger Konsum, weniger Ressourcenknappheit und weniger Smartphone-Bedarf. Das bedeutet weniger gegen alles und mehr Freiheit für das Leben. Also, wahrscheinlich ist das Coronavirus ein Teil von uns allen, der klar macht, weiter so ist keine Option. Und uns Menschen zeigt, wer die Hosen anhat. Das Coronavirus ist deshalb da, weil wir als Menschen attackiert werden. Wir haben es nicht anders verdient.